Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar in Terminus. Wir haben ein paar Quests offen, die wir noch beenden müssen und zurückgeben müssen. Okay, Alistair ist genau hier aufgetaucht bei mir. Will er mit mir reden? Hier braucht es irgendetwas anderes. Doch was? Ja. Wie wär's mit einem Swimmingpool? Hier ist es nämlich so warm und da braucht man was zum Abkühlen. Ich glaube, ich weiß, warum die hier sitzen. Entweder weil hier keine Gegner sind oder weil hier irgendwelche speziellen Gegner spawnen. In der Art und Weise, dass man hier dieses gewebeberührte Fragment bekommt. Das könnte sein. Der ist es auf jeden Fall nicht, dieser widerständige Nesfete. So, Galebdur sind wieder gespawnt. Das heißt, die Quest können wir jetzt gleich abschließen. So, danke schön. Jetzt haben wir, was haben wir noch auf? Beweise sammeln. Ah ja, ich muss Beweise sammeln. Mithrilplatten von Konstrukten und Zen schreiben. Oh Gott. Gesagt, getan, würde ich mal sagen. Dann muss, kann ich... Scheinbar kann ich da durch, ne? Ist das so? Ja. Ja, lass mich in Ruhe. So, hier... Ah, Konstrukte! Guten Tag. Au, au, au. Ach, ihr seid auch noch da. So. Okay, Mithrilplatten. Dankeschön. Ein Sendschreiben habe ich gefunden. Konstrukte. Wir suchen Konstrukte. Das scheinen normale Bergarbeiter zu sein. Ich halte auch so ein bisschen die Augen auf nach Konstrukten. Ja, nicht nur nach Konstrukten. Au! Nicht schubsen! Es kommt jeder dran. Au, was war das denn? Ah, ich bin noch ein bisschen benebelt. Ja. Na, einer kommt noch, genau. Und noch einer. So, jetzt sind wir wieder frei. Ja, ich halte so ein bisschen die Augen auf nach den Monstern, die einen Namen haben. Also die dann auch gewebeberührte Fragmente droppen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil ich ja nicht weiß, einerseits, wo die sind. Und zweitens, weil ja andere auch... Ups. Riesiger Purpelwurm. Uah! Au! Na? Au! Ja, gegen so ein Viech habe ich auch gekämpft. Aber nicht gegen so einen biologischen, sondern gegen einen mechanischen. Au! Nimm das! Immun? Ist er tot? Habe ich ihn tot gemacht mit einem Schlag? Immun? Immun? Nee. Der hat sich nur versteckt. Der ist fast tot. Bums. Jetzt kommt meine Geheimwaffe. Na? Hat dich nicht beeindruckt? Verdammt. Na gut, dann halt so. Hier, hast du einen Dolch. Und weg ist er. Okay, wo bist du? Da war Immun. Aha. Immun.
Ich weiß, wo du bist. Komm her. Hinten. Ah, ja. Popelwürmer. Das müssen wir uns... Ah, Gewebeberührtes Fragment bekommen. Sehr schön. Okay, also so ein Popelwurm gibt so ein Dings. Dieses riesige, tunnelgrabende Monster, das als Popelwurm bekannt ist, terrorisiert die Bewohner des Unterreichs. Auf der Jagd nach Beute frisst es sich durch harte Gesteinsschichten. Diese geistlose, gefräßige Naturgewalt sieht alles als Futter an. Na gut, jetzt wurde sie aber zum Futter. Na gut, also wo sind wir? Wir sind hier. Also hier haben wir schon mal... Knie, ja. Wer ist Knie? Dein Knie? Dann zertrümmern wir mal dein Knie. Hier. Und ihr? Ja, das hast du nicht gedacht, ne? Da war ich plötzlich hinter dir. So. Ihr habt angefangen. So. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin auf der Suche nach diesen Viechern und plötzlich greift mich eins an. Hoppala. Okay, wir suchen aber weiterhin Konstrukte, um Mithril-Platten zu bekommen und diese komischen Send-Schreiben. So, und Konstrukte habe ich jetzt schon eine Zeit lang keine mehr gesehen. Da kämpft ein Magier mit einem Dürger. Sah so aus. Ja, Konstrukte. Konstrukte. Keine Konstrukte weit und breit im Moment. Nein, mit euch will ich nicht spielen. Na, soll ich helfen? Hier, komm. Ja. Bitteschön. Also ich habe jetzt zweimal Konstrukte. Da, Konstrukte. Ja. Da sind endlich mal wieder welche. So, bitteschön. Zwei Opale gerade bekommen. Und da kommen neue Konstrukte. Oh, ganz, ganz viele sogar. Und einer ist hier so ein bisschen aufgeladen, ne? Elite-Kollektor, deshalb. So, euch will ich aber... Ich will euch alle haben. Wo ist der Elite? Da ist der Elite-Kollektor. So, ich warte ein bisschen. Nicht, dass ich da wieder in irgendwie was reinlaufe. Tada! Sehr schön. Ja, wir haben alles geschafft. Wir müssen jetzt zurück zu Fasriel oder wie der auch heißt. Fasrian. Ja. Jetzt den besten Weg kennen. Das ist ja natürlich schön. Na, wo läufst du denn hin, mein Kleiner? Bist ja ein ganz, ganz süßer. Okay, ich gucke genau in die falsche Richtung. Ich muss da lang. Da muss ich jetzt durch. Fein. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin? Na gut, aber wahrscheinlich kann ich nicht über den Berg rüber klettern. Ne? Es sieht nicht danach aus. Oh, hab ich mich etwa... Oh nein, ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich steck wirklich... Ah, oh, ah, ja. Ja, so eine...
So eine Ritze, die hält doch kein Dieb wie mich auf. Ha, wollen wir mal hier ein bisschen kämpfen? Ein bisschen helfen? So, tada! Nanu. So, jetzt stimmt zumindest schon mal die Richtung, ne? Müsste auf jeden Fall. Ja. Wir können hier nirgends irgendwie zwischendurch mal eine Abkürzung nehmen, oder? Oder doch? Doch. Können wir. Ich dachte, ich müsste jetzt einmal drum rumlaufen. Aber alles gut. So, was machen wir zuerst? Zuerst mal unser feuriger Nicht-Freund. So viele, die den Tod verdienen. Es ist elementar. Ja! Ihr habt sie getötet! Das also töte ich euch nicht. Noch nicht. Vielleicht später. Wenn Fassrian das will. Ja. Ich wäre mir nicht so sicher, wenn Fassrian das will, okay, wenn er es selber schafft, gut, aber du schaffst es nicht. So, und einmal Fassrian. Erhofft ihr euch meinen Rechtsspruch? Ich habe hier ein bisschen was zum Abgeben. Ich bin zufrieden mit dem, was ihr getan habt. Die Unfähigkeit dieser elenden Wichte, sich selbst zu verteidigen, ist ein Beweis ihrer Schwäche und bekräftigt meinen Rechtsspruch, den ich über sie gefällt habe. Sie haben es nicht verdient zu leben. Aha. Schließt eure Kampagnenaufgabe ab. Okay. Den Boten töten habe ich auch noch. Altagar hat sich mit Trobriand, diesem metallischen Monstrum, gegen mich verschworen? Wie enttäuschend. Damals hatte ich Altagar mit meinem Rechtsspruch für würdig befunden. Ein Jammer, dass er sich soeben erst in Richtung der Minen verabschiedet hat. Okay. Okay, weiter geht's mit der Kampagnenaufgabe nach Thermidos. So, beginnen. Terminus terminiert. Expedition nach Vankradum. Ne, Vanraktum. Vanraktum. Belohnung abholen, ein bisschen Gold. Dankeschön. Mittlerweile hat sich hier einiges an Plunder angesammelt. Ich will mal kurz schauen, ob die wenigstens gut aussehen, diese Rüstungen. Einmal der Kopf. Ja, das ist doch perfekt für einen Schurken. Halt. Ja. Wer möchte als Schurke nicht so herumlaufen? Wer möchte als Schurke so nicht herumlaufen? Also, das ist doch grandios. Wobei, die Arme sind vielleicht tatsächlich okay. Rüstung selber für einen Magier, ne? Für einen Magier, ich sage, ja, okay. Hexenmeister oder so. Aber ich kann mir nicht eine einzige Klasse vorstellen, wo das hier gut aussehen würde. Nicht eine einzige. Naja, okay. Was ist das da hinten? Hat die Rüstung einen Effekt oder so, dass sie... Ja, keine Ahnung. Interessiert uns nicht. Uns interessiert die nächste Quest. Todesstrafe, aha. Er wird leiden. Sein Volk wird leiden. Sie alle werden ausgelöscht. Und ihr werdet mein Urteil vollstrecken. Reist zu den Minen und tötet alle, die ihr dort findet.
bringt ihnen Furcht und Tod. Ich selbst werde mich jener annehmen, die hier an meinem Hof geblieben sind. Tötet Dürger in Terminus. Gut, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Dürger insgesamt beseitigt. Aber haben jetzt alle Dürger den Tod verdient, nur weil einer jetzt der Verräter ist? Also ich finde tatsächlich, wir brauchen eine Erweiterung, wo wir Fasrian an den Kragen gehen. Das finde ich wirklich. Was wollt ihr? Damit auch seine Vergehen, seine krankhaften Neigungen ein bisschen dem ein Ende gesetzt wird. So, Schreinbombardement. Was? Ihr dient Fasrian. Dann nehmt diese Spielzeuge hier und zerstört die Schreine, die Dürger für ihren erbärmlichen Gott Lanugur errichtet haben. Das wird Fasrian erfreuen. Okay. Und das sind, ja, das sind doch Dürger. Um die wird sich jetzt Fasrian kümmern. Ah, bin ich mal gespannt. Oh, wer bist du denn? Xit. Quack, 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 quack. Na gut, ein bisschen Heiltränke hat er im Laden. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Oh, Moment mal. Ysira. Die hat auch noch was zu sagen. Na? Wir haben viel zu tun. So, Störung der Produktion. Oh. Wo Fasrian uns nun die Freiheit eingeräumt hat, in seinem Reich nach Belieben zu schalten und zu walten, bietet sich uns jetzt die Gelegenheit, den Mithril-Nachschub für Trobrians Schmieden zu stören. Zerstört die Minenschächte, um seine Schergen an ihrer Arbeit zu hindern. Okay, Minenschächte zerstören. Verstehe. I understand. Wo muss ich denn da hin? Okay, ja. Hab kurz überlegt, wie rum gehen wir denn am besten, aber... So, erstmal nach links, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Irgendwo hier waren Minenschächte. Geradeaus. Da blinkt was. Ah, okay. Ich wollte euch am Leben lassen. Aber wenn ihr mich angreift, dann... Ja, was für Sturm. Keine Wahl. Au! Hallo? Hat diese Mine nicht irgendwie zumindest so einen kleinen Zeitzünder? So, hier ist bestimmt... Ja, ich sehe es schon. So. Und... Weg hier. Nee, man bekommt es immer ab. Ich habe versucht wegzulaufen, aber... Scheinbar bekommt man es immer ab. So. Da geht's weiter. Au. Ach, sieh mal, Dürger muss ich ja auch bestrafen, ne? Da liegt schon wieder ein Wurm platt. Es zittert sogar noch die Erde. Rums. Elite-Kollektor.
Prototyp-Kollektor. Knie zertrümmern, so, so. So, ah, so. Dürger. Ja, liebe Dürger. Ich muss hier so ein Urteil vollstrecken. Kein Puporowurm in der Nähe. Da sind aber noch Bürger. Kommt mal alle her. Wo ist denn die nächste Mine? Hier, hier. Tap, tap, tap. So. Bitte alle rankommen. Was für ein staatlicher Felsen. Was? Habe ich den erschaffen? Genau. Egal. Hab ich den? Hab ich das gemacht? War ich das? Okay. Muss sich wohl gewesen sein. Ein etwas verwirrter Magier. Na gut, er ist verrückt, ne? So, nächster. Ich sehe gerade, ich habe hier eine aktivierte Fähigkeit. Was ist denn das? Dämonische Bombe. Werft eine Bombe, die dämonische Energie in sich trägt. Schreine des Laduger mit Dämonenbomben zerstören. Haben wir einen Schrein hier in der Nähe irgendwo? Wie sieht so ein Schrein denn aus? Also okay, wir müssen das in der Nähe haben, sonst wäre die Fähigkeit ja nicht aktiv, ne? So war das hier immer. Ist das ein Schrein? Nee. Also erstmal suchen wir mal die nächste Mine. Die müsste ja hier sein. Hier gibt es wieder ein paar Dürger. Sogar eine ganze Menge. So, Dürger haben wir genügt. So, einmal hier. Rums. Das hätten wir auch. So, jetzt Schreine. Nee, ach, ah. Okay. Die Schreine werden mir also direkt sogar angezeigt. I understand. I understand now. So, bin ich hier richtig? Ja, so mehr oder weniger. Da will ich aber nicht durchlaufen. Kann ich hier... Ist das ein Schrein? Nee. Nee, ich bin hier nicht richtig. Ich muss scheinbar... So... Wieso mache ich eigentlich nicht so? Bringt nichts. So. Jetzt. Okay, hier oben. So. Ah, ja, das sieht wie ein Schrein aus. Ja. Ich
ein Schrein hätten wir. Hier ist schon mal noch ein Schrein. Toll, nicht explodiert, oder wie? So, jetzt... Oh, ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist der Schrein kaputt. Oh, hab ich mich erschrocken von meiner eigenen Spinne. Bekommt durch die Bombe eigentlich die auch einen Schaden? Ja. Naja, nee, die werden nur einmal in die Luft geschmissen. Ein Schrein fehlt noch. Okay, an dem bin ich vorbeigelaufen scheinbar. Kein Problem. Gar kein Problem. Ich habe ja vorhin gesehen, dass jemand anders längst gelaufen ist. Deshalb ist das Ganze jetzt hier etwas einfacher für uns. Oh. Na, die Gegner, die... Ja, sie greifen uns nicht an. Das ist gut. Und was haben wir hier noch? Hallo? Jemand zu Hause? Ja. Niemand da? Können wir ein bisschen plündern, ne? Eigentlich könnten wir ja schon zurückkehren, ne? Ich bin mir sicher, dass es irgendwo hier sein muss. Was denn? Was denn? Was sein muss? Was suchst du denn? Kann ich dir helfen? Suchst du einen Schrein oder Bürger? Aha. Na, wollen wir ein bisschen Spaß haben? Wir lassen einfach mal unseren Besen machen. Ich bin nicht da. Wo ist denn Borstel? Nein, wo ist mein Borstel? Wo ist mein Besen? Ihr Schweine, wo ist... Aber er lebt ja noch. Nur wo? Er steckt wahrscheinlich irgendwo fest. Na gut. Nehmt dies! Mein Leben wird gerade ein bisschen ausgehaucht. Ja klar, Borstel ist nicht da, um mich zu heilen, ne? Verdammt. Aber da ist Hellester schon wieder. So, nimm doch mal das hier. Diese Ebene braucht mehr Ebenen. Genau, diese Ebene braucht mehr Ebenen. Hier nicht enden. Noch nicht. Darf hier nicht enden. Oh, sie macht sich Sorgen um mich. Jesira macht sich Sorgen um mich. Naja, zu Recht, muss ich sagen. Sie macht sich zu Recht Sorgen. Der hier macht mich gerade ein bisschen platt. Der, na gut, eine Elite-Wache. Aha. Oh, oh. Ich musste tatsächlich einen Heiltrank trinken. So, jetzt nimm das Stab der Wunder. Ah, so eine Elite-Wache ist aber... Der hat schon was gekonnt, ne? So, jetzt bitte...
jetzt bitte einmal wieder heil werden. Ich gehe mal in diesen leeren Raum da. Oder hier müsste eigentlich reichen. Borstel, wo bist du? Einmal fortschicken. Und bitte zurück mit dir. Da ist er. Und sofort heilt er mich. Yes. So. Okay, wir können zurück. Wir können zurück. Oh, die Zeit. Die Zeit. Die Zeit ist ein bisschen sehr fortgeschritten. Wir geben die Quests in der nächsten Folge ab. Für diese Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye und bis zur nächsten Folge.